Ich verlese nun ein paar Zeilen zur Misere, Dave und Technik. Es ist nicht lange her, dass Dave dachte, er hätte gewonnen. Dabei war ihm nicht klar, die Schlacht hatte gerade erst begonnen. Und er fühlte sich so sicher und so gut. Wenn er heute daran denkt, dann verlässt ihn fast der Mut. Doch dann nimmt er sein Mikrofon. Denn verlieren ist keine Option. Genau. Ja. Sehr geil. Und damit herzlich willkommen. Wow, das war echt richtig gut. Zu einem neuen Let's Play aus dem Hause Dave Dern TV. Ganz spontan tatsächlich, denn ich hatte eigentlich ein anderes Let's Play geplant, habe dafür auch schon ein kleines Infovideo hochgeladen gehabt und auch einen Tweet abgesendet. Und ja, eigentlich war an dieser Stelle jetzt ein Let's Play zu Splinter Cell geplant, zum allerersten Teil. Aber aus technischen Gründen kann ich das aktuell noch nicht machen, wird aber später noch nachgeholt. Also keine Sorge an alle die Leute, die das eventuell schon gesehen hatten auf YouTube und die da Bock drauf haben, auf diesen Stealth-Geheimagenten-Shooter, sag ich mal. Der kommt auf jeden Fall noch. Bevor wir anfangen hier mit Peggle 2, und das ist nämlich genau das neue Let's Play, was wir jetzt erstmal hier machen, herzlich willkommen an den lieben Super Flash Crash, den ihr eben schon im Intro gehört habt. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, das ist nicht nur eine Ehre, sondern das ist auch einfach, es muss auch einfach so sein, finde ich, weil ich kann dieses Spiel jetzt nur Let's Playen dank des Super Flash Crashes an meiner Seite. Denn das ist nämlich sein Spiel über die PlayStation 4 und ich spiele das jetzt über meinen Account. Genau. Und das ist voll geil. Und dann habe ich dann direkt gesagt, ja komm, da muss er natürlich auch als Gastkommentator dabei sein, geht ja gar nicht anders. Ich habe mich also eingekauft hier. Er hat sich total eingekauft, also der Plan ist voll aufgegangen, sehr, sehr gut. Und ja. Ich dachte mir halt auch einfach, verlieren ist keine Option. Ja genau, das war übrigens ein abgewandeltes Zitat von einem neuen Die Ärzte-Song von ihrem Album Hell. Und ein sehr, sehr geiles Lied, wie ich finde, habe ich die letzten Tage auch immer mal einen Ohrwurm von gehabt. Ein Lied natürlich von Farin Urlaub, der die besten Songs bei Die Ärzte schreibt, finde ich. Aber ich mag auch die anderen beiden natürlich sehr. Ist ja kein Wunder, der heißt ja auch Jan. So ist ich. So ist ich? So ist es. So ist ich. So esse ich. So esse ich. Ja, genau. Wir spielen ein bisschen Peggle 2 und zwar den normalen Modus. Also ich denke mal, Abenteuermodus dürfte das auch wieder sein. Ich kenne das Spiel genau. Noch gar nicht. Also Peggle 1 und Peggle Knights habe ich beide schon auf diesem Kanal Let's Played. Die findet ihr hier auch. Und was ich auch übrigens mal machen kann. Tag, da bin ich. Kleine Kamera unten. Wir machen das Ganze hier wieder live auf twitch.tv/DaveDurrenTV, wo ich jetzt immer meine Let's Plays aufnehme. Heute zwar so ein bisschen außerhalb meiner normalen Streamzeiten, weil eigentlich hatten wir gestern geplant, das schon zu streamen, aber wir haben das Ganze erstmal eingerichtet und das hat dann doch ein bisschen länger gedauert, als eigentlich gedacht war. Aber so ist es manchmal im Leben. Und dafür sind wir jetzt hier. Relativ spät am Abend, aber mein Gott, ist Freitagabend, klappt schon. Und die Fenris ist zum Beispiel hier. Sehr, sehr nette Zuschauerin und natürlich grüße ich auch alle anderen, die auch gerade zuschauen sollten und das später natürlich auch auf YouTube schauen. Einzelspieler. So, jetzt beginnen wir mal hier. Ich gehe auch einfach mal davon aus, weil ich denke mal, dass ihn das interessieren wird. Hallo Alex, falls du dieses Let's Play schauen solltest. Genau. Hey, ich bin Björn. Lass uns Peggle spielen. Da steht aber Björn. Stimmt, Björn. Aber das ist doch Björn, oder nicht? Ja, Björn Einhorn. Triff alle orangefarbenen Spielsteine, um zu gewinnen. Ich muss mich manchmal so ein bisschen nach vorne lehnen, weil meine alten Glubscher das irgendwie, ich habe es auf einem relativ kleinen Bildschirm vor mir, in meinem Streamprogramm, wo ich das drüber aufnehme und spiele. Da muss ich erstmal gucken. Sag. Sonst kannst du das Bild ja an sich auch auf Vollbild schalten. Stimmt, das könnte ich mal machen. Das müsste irgendwie Vorschau irgendwas sein. Vorschau aktivieren, Vollbildprojektor. Genau, Vollbildprojektor und dann. Oh nee, das war der falsche Bildschirm. 50-50 Chance, Moment.
Das hier. Nee, jetzt, nee, toll. Jetzt habe ich auf beiden Bildschirmen das Vollbild. Nein. Wenn ich den Rig nicht hätte, ne? So, ach, super. Ah, so ist doch schön. Ah. Ziele mit dem linken Stick. Mit dem stinkenden Lick. Drücke X zum Abfeuern. Genau. Der stinkenden Lick. Ja. Möchtest du vielleicht mal kurz für die Zuschauer, die Peggle noch gar nicht kennen, so ein bisschen kurz erklären, worum es in dem Spiel geht, was so die Spielmechanik ist? Es geht vor allem darum, diese roten Kugeln zu beseitigen und dabei am besten noch so viele blaue Kugeln wie möglich, wenn nicht sogar alle mitzunehmen, um eine möglichst hohe Punktzahl zu erzielen. Und wenn man sieht, links füllt sich da eine gewisse Leiste und wenn man diese voll kriegt, dann kriegt man eine Freikugel spendiert, genauso wie wenn die Kugel in den Bottich fällt. Und je mehr Punkte man macht, desto mehr Freikugeln kann man sich theoretisch erspielen. Bei 10.000 Punkte gibt es eine, bei 25.000 Punkte gibt es, glaube ich, die zweite und für die dritte weiß ich nicht, wie viele Punkte man braucht. Ich glaube 50.000 oder 75.000 und je mehr rote Kugeln vernichtet werden, desto höher ist der Multimeter, der ansteigt. Jetzt gerade bei Mal 2. Also besser hätte ich es nicht machen können. Aber gut, dass du es gemacht hast, dann musste ich nichts machen. So schön. Ja, ihr findet natürlich, dass der Vollständigkeit halber natürlich auch zum Twitch-Kanal vom guten Rick und zu seinem YouTube-Kanal auch Links unten in der Videobeschreibung, ist ja klar. Ja, wenn schon, denn schon. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen und es ist tatsächlich ein bisschen ungewohnt, das mit dem Controller zu spielen, weil ich habe ja Peggle 1 und Peggle Knights auf dem PC gespielt, mit der Tastatur war es, glaube ich, damals. Und das Spiel hier gibt's aber halt nur für Konsolen, also sowohl für die Xbox als auch für die PlayStation 4. Genau, aber war quasi halt noch so eine Art, ich weiß gar nicht, ich glaube Peggle 2 kam sogar zum Launch der Xbox One raus. Da dann erstmal zeitexklusiv und dann später eben noch für die PS4. Ich meine auch, ne, das war so ein Exklusivtitel damals, glaube ich, einer von denen. Mhm. Ich muss den Sound für mich nochmal ein bisschen leiser machen hier vom Spiel. So. Und ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall geben kann, weil ich glaube, damals auf dem PC bei Peggle 1, da musste man ja die Pfeiltasten, glaube ich, einzeln antippen, damit man so punktweise quasi immer weiterkommt. Genau. Hier kann man das dann mit den mit dem Steuerkreuz machen. Mit dem okay. Ja. Und es geht, glaube ich, auch, habe ich gerade gemerkt, mit den oberen Schultertasten geht's auch tatsächlich. Ah. Ich einfach gerade mal ausprobiert. Das ist sehr praktisch tatsächlich. Ich hab ja schön ganz nervös, aber. Ja. Also es ist jetzt, ich habe jetzt keinen, wie soll ich sagen, 100, da habe ich zum Beispiel jetzt mir gerade die Kugel nochmal gesichert, deswegen habe ich nur eine Kugel dazu bekommen. Ich habe jetzt eigentlich nicht geplant, dass ich einen 100% Run schaffe oder so, aber wir schaffen das, was wir schaffen. Verschlug ich ein paar Buchstaben. Und jetzt mache ich es besonders spannend mit der letzten Kugel. Ich weiß nicht, ob ich sie treffen werde, Leute. Das ist also ist jetzt schon halt. Also Björn ist auch schon ganz angespannt, sehen wir links. Wird knapp, wird knapp. Extreme Fever! Extreme Fever, Extreme Fever. Genau, und jetzt sind wir sogar unten in die Mitte reingeplumpst in den 100.000er Pot. Das heißt, wir bekommen da auch nochmal Bonuspunkte. Der Björn hat schön gehadbanged. Oh yeah. Ich habe eine Trophäe erhalten, ich habe das Fieber. Nice. Ah. Sehr schön. Man könnte glatt sagen, dass die Kollegen da jetzt immer links stehen und sitzen, das könnte man schon fast als neues Feature bezeichnen, weil davor war es ja, glaube ich, immer nur so, dass oben in der Mitte quasi das Logo zu sehen war. Ja, ja, genau. Boah, das ist halt auch schon, ich weiß gar nicht, wann ich Peggle das letzte Mal wirklich gespielt habe, 2015, 2016 oder so, also es kommt mir auf jeden Fall schon lange vor. Und ich mag Peggle total. Peggle ist so richtig schön entspannendes Spiel und so entspannt, dass ich jetzt auch mal eben kurz meinen Tee trinken muss, sonst wird er nämlich ganz kalt. Oh. Roast. Ja, ich sehe schon, da hat sich schon irgendeine Obstfliege drin war. Lecker. Moment, die muss ich mal kurz hier von ihrem Elend befreien. Wieder mit Ingwer? Nee, die Obstfliege, die ist ohne. So. Aber ja. Ingwer-Limette. Ingwer-Zitrone. Ah. Ich war vorhin noch einkaufen und ich habe mir überlegt, ich hatte kurz überlegt, mir auch wieder so eine Ingwer-Knolle zu kaufen, jetzt auch, wo es so kalt ist oder was für ein Tee, aber dachte ich, ach nee, komm, da ist ja schon Ingwer drin.
Weil man kann definitiv auch zu viel Ingwer in den Tee tun. Da habe ich auch schon Erfahrung mitgesammelt. Ist auch das nicht stimmt. So, nicht so geil. Das hatte nämlich auch meine Mutter, als sie das mit dem Raspeln das erste Mal so rausgefunden hat. Und da hat sie dann quasi von der Menge her dasselbe reingemacht wie davor in Stücken. Und da ist ja auch erstmal die Schnute weggebrannt. So ist es. Und übrigens, Spielsteine können auch die Form von Blöcken haben. Zum Beispiel so, wenn man so kleine Ingwer-Blöcke aus der Wurzel rausschneidet, dann haben die auch Blockform. Und die müssen wir alle abräumen. Also die orangefarbenen Spielsteine natürlich. Stellt euch einfach vor, genau. Es wäre Ingwer. Optionale Ziele. Räume alle Spielsteine ab. S-Punktzahl von 250.000. Ach, Ass. Hä? S-Punktzahl? Die Arsch-Punktzahl. Okay. 25.000 Punkte mit einem Schuss. Ich dachte jetzt, da interpretierst du vielleicht auch was anderes rein. Oh Mann. Die S-Punktzahl. Okay, alles klar. Ich habe mich aber auch zuerst verlesen, weil ich habe links oben statt Kugeldepot erst Knuddeldepot gelesen. Oh, das ist so süß. Ja. Wir können, wenn wir einen Weitschuss schaffen, im Sinne von, wir treffen jetzt hier zum Beispiel links diese orangene Kugel und würden als nächstes direkt eine von den Kugeln rechts treffen, eine von den orangenen, dann würden wir Bonuspunkte für einen Weitschuss bekommen. Ich versuche das einfach mal. Mhm. Mal gucken, ob das... Ja, perfekt. Hat sofort geklappt. Und da haben wir jetzt 25.000 Punkte Bonus bekommen, glaube ich. Und genau, das kann man ganz gut machen. Also man kann hier tatsächlich, das hat mir eigentlich an Peggle immer schon gefallen. Man kann halt sowohl einfach drauf losballern, aber man kann halt tatsächlich auch versuchen, hier und da so ein bisschen taktisch vorzugehen. Und es ist halt einfach ein echt schönes Spiel zum Entspannen für nebenbei. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ich wurde nicht von PopCap dafür bezahlt, das sage ich einfach so. Ich würde es, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ich würde es als Mutti-Spiel bezeichnen. Ja, stimmt. Das ist so ein Spiel, das kann auch die Mutti mal nebenbei zocken, so ganz entspannt, so für ein halbes Stündchen oder Stündchen. Ja, stimmt. Ein Spiel für die ganze Familie, hätte man früher gesagt. Genau. Ja, aber ich, im Bezug auf taktisches Spielen, ich kann mich ja noch erinnern, dass ich von... ich glaube, mit am meisten von Alex, aber auch von dir zwischendurch ein wenig getadelt wurde, weil ich sehr wenig auf diesen Bottich unten geguckt habe. Aber das mache ich bis jetzt auch noch nicht so wirklich häufig, muss ich gestehen. Deswegen muss generell erstmal wieder ein bisschen hier reinkommen. Landet die Kugel im Gefäß, erhältst du eine Freikugel, genau. Es fühlt sich jetzt, abgesehen vom Controller natürlich, jetzt nicht wirklich anders an als die PC-Varianten. Die früheren Teile. Ich glaube halt nur, man muss sich tatsächlich ein bisschen umstellen nochmal. Und manchmal ist es halt schwierig, so die Zeit abzuschätzen, wie die Kugel wo abprallt und wann sie dann unten beim Bottich eventuell aufkommt. Wenn man so frei Schussfeld hat und sowas, dann geht das schon leichter, aber manchmal ist es noch ein bisschen difficult. Ich fand aber auch schön, dass halt in Versalien schreiben, Gefäß mit Doppel-S schreiben und dadurch sieht es halt aus wie ein Gefäß. Ist das nicht ein Schloss in Frankreich, hör mal? Versalien? Nee, Versailles. Was sind denn Versalien? Erklär doch mal für uns Ungläubige. Eine Versalie ist ein Großbuchstabe. Ach, guck mal, warum sagt man nicht einfach Großbuchstabe? Weil Versalie voll schlau klingt. Genau, und so habe ich das in der Schule gelernt und mit dem Wissen muss ich angehen. Das war gerade ein sehr guter Spielzug übrigens. Da habe ich richtig viel abgeräumt und so und sogar das unten noch rein. Alter Schwede, viele rote Blöcke und Kugeln abgesahnt. Genau, also was immer ganz gut hilft, sich immer so den Überblick ein bisschen zu behalten, finde ich. Also wir haben jetzt noch 2 orangene Felder und 5 Kugeln übrig. Das heißt, wir könnten so ein bisschen versuchen, die anderen blauen auch noch irgendwie abzugreifen. Um vielleicht ein Ultra-Extrem-Fieber zu bekommen. Das hast du schön Deutsch und Englisch gemischt, ja. Ultra-Extrem-Fieber. Stimmt. All right, Rick. It's all right. Ich kann ja übrigens noch sagen, das Gegenteil von Versalien sind, also Kleinbuchstaben entsprechend, sind Analien. Muskeln. Achso. Was, Muskeln? Minuskeln. Alright. Klingt wie eine Mischung aus Minus und Muskeln. Das klingt wie hier... Minuskeln, es ist irgendwie so ein Meniskus und Lingusten und Muskeln zusammen. Minuskeln. Milchfreie Laktose.
Ja, also wir hätten theoretisch gesehen, du Ass, sagt er mir jetzt als Trophäe. Nein, du Ass meint er natürlich. Du Arsch. Ich muss mal eben kurz noch was machen, fällt mir gerade ein. Weil dadurch, dass ich das jetzt im Vollbildmodus habe, sehe ich den Chat gar nicht mehr von Twitch. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Wie mache ich das denn jetzt? Obwohl, warte mal, ich könnte mir den Chat auch einfach hier auf dem Handy dran machen. Ja. Weil ich glaube, dann, das mache ich jetzt, dann brauche ich den nicht erst wieder aus dem Vollbild raus und blablabla. Deswegen, also falls jetzt jemand irgendwas geschrieben hat gerade eben, seit Zeitpunkt der Aufnahme, dann tut mir das leid, weil ich es noch nicht gesehen habe. Ich habe es aber auch im Auge, den Chat. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hast ja auch mal was zu tun. Genau. Aber ich glaube, da ist gerade sowieso nicht so viel los. Nee. Endlich mal ein Co-Kommentator, der was zu tun hat und nicht nur dumm rumquatscht, ne? Ich sag's dir. Ich sag es dir. Ne. Unerträglich. Aber sowas von. So, alles klar, dann kann's weitergehen. Also wir waren gerade schon relativ gut dabei, vielleicht sogar alle abzuräumen, aber ich habe tatsächlich jetzt vorzeitig noch ungewollt die letzte Orangene dann doch noch mitgenommen. Aber deswegen, und das ist vielleicht nochmal so eine Sache, so diese 100% Runs für jeden Level oder für jeden Durchgang, das könnte man vielleicht nochmal später auch in einem Replay hierzu machen. Wer weiß, mal gucken, vielleicht. Mhm. Also meine magische Fähigkeit ist die Superführung. Okay, der Superführer. Sie hält, ist das ein Film aus dem Dritten Reich? Oder? Ja, aber sie hält nur 3 Runden lang an. Okay. Alles nur 3 Kriegszüge. Oh Gott. Oh Mann. Genau, jetzt haben wir grüne Kugeln. Rick, was bedeuten denn die grünen Kugeln? Erzähl doch mal. Ja, die grünen Kugeln, die geben dann diese eben angesprochenen Fähigkeiten, wie eben hier diese Superführung. Das heißt, in diesem Fall gibt es dann einfach nochmal nach dem ersten Schuss nochmal eine Weiterführung angezeigt, wo denn der erste Abpraller landen würde. Und da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, wie das noch weiter benutzt wird bei weiteren Charakteren. Denn Björn Einhorn oder wie es hier steht, Björn Einhorn anscheinend, bleibt nicht der einzige Begleiter hier auf dieser wunderschönen mystischen Reise. Mhm. Genau, das, was Rick gerade gesagt hat, sehen wir jetzt hier. Oh, das ist aber sehr schön mit den Regenbogenfarben. Richtig schön, und das meine ich jetzt nicht negativ, schwul. Ach, schön. Jetzt, und bei dem Stichwort schwul denke ich an welchen neuen Die Ärzte-Song? Woodburger. Genau, ach super. Super Album übrigens, also hört's euch an. Ja. Da kann ich ja eigentlich auch was leaken, denn es gibt ja Textstellen, die hier drinnen stehen in diesem Textbuch, die aber nicht im Song vorkommen. Okay. Genau, weil es gibt ja diese Zeile, er tritt ein in diese jetzt hier nicht genannte Partei und dann werde ich, Punkt, 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 und dann kennt man ja, was danach kommt im Song. Mhm. Und dann steht da aber im Textbuch, versuchen, das System von innen aufzuräumen. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Beim zweiten Mal steht, und ich werde dafür sorgen, dass diese widerliche Ausländerfeindlichkeit ersetzt wird durch bedingungslose Nächstenliebe. Ich schwöre. Ja, ja. Und beim letzten Teil, wo Farin Vaseline in die Hand nehmen will, da sagt er denn, ich werde Vaseline in die Hand nehmen und ich mache sie zu freundlichen, weltoffenen und empathischen Menschen. Ich freue mich schon sehr darauf. Zwinker-Smiley, Herzchen, Herzchen. Oh, da hat sich ja dann der Herr Sonneborn noch verewigt. Mit seinem Stimmt. Zwinker-Smiley. Moin, Simon. Guten Abend, Simon. Ja, ich glaube, ich kann mich jetzt täuschen, aber ich glaube, das ist der Martin Sonneborn von der Partei Die Partei, der benutzt ja ganz gerne mal so Zwinker-Smiley und sowas in seinen Nachrichten. Genau. Und teilweise auch sogar in offiziellen Briefen vom EU-Parlament, die er verfasst, finde ich voll geil. Stimmt. Und ich glaube, ich hätte letztens gelesen, dass das sogar vom Duden jetzt aufgenommen wurde. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube schon. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Das war ein perfekter Schuss für eine Freikugel. Dankeschön, aber der jetzt gerade nicht so.
Das ist schade. Achso, genau. Ich sollte vielleicht noch mal kurz dazu sagen, für Leute, die sich jetzt nicht so mit diesen technischen Begebenheiten bei Aufnahmen und sowas auskennen, der Rick, der sieht das immer leicht zeitverzögert, weil der den Stream auf Twitch schaut. Also so ein paar Sekunden zeitverzögert. Deswegen, was macht Björn denn da unten? Der sieht ein bisschen sehr bekifft aus irgendwie gerade. Er lädt sein Chakra. Ist die Superführung wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Oder, genau, Superführung ist wahrscheinlich auch, wenn irgendwie, weiß ich nicht, der BVB gegen Schalke 4-0 führt. Das ist total die Superführung. Das geht aber nur dreimal pro Spiel. Pro Liga, pro Saison. Jetzt geht's ihm auch wieder gut. Ja. Ich habe mir auch schon Sorgen gemacht, ehrlich gesagt. Bist du nicht gesund, hör mal. Ich sag's dir. Aber bist von der Freikugel und von der Tabata. Punktzahl ganz gut dabei, würde ich sagen. Ja, 4 Stück haben wir noch für eine orangene. Ja, okay, die habe ich noch gerettet. Ich mache das ja meistens tatsächlich immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Meistens geht's auch ganz gut. Aber flup. Ja, okay. Man kann es natürlich jetzt auch so machen, wie ich es jetzt gerade mache. Blaue Kugel für blaue Kugel einzeln immer, aber Bei der Menge an blauen Kugeln, die da sind, das war, ist das nicht so effizient. Verkalkuliert, ja. 3 Kugeln habe ich noch und ich habe noch ein paar blaue. Shit. Okay, den Winkel habe ich komplett falsch eingeschätzt. So, jetzt habe ich noch 2 Kugeln. Oh. Ich hätte aber auch gedacht, dass das eher nach links geht. Oder? Fand ich auch irgendwie. Das war so. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel das anwenden, was wir eben auch schon gelernt haben. Ich kann jetzt ganz, ganz leicht entweder durch die oberen Schultertasten oder halt durch das Digi-Kreuz den so pixelmäßig bewegen hier, den Cursor. Mhm. Und das ist schon nice. Okay. Könnt ihr ja auch schon fast Matrix-Referenzen ziehen, Mensch. Ganz eigentlich viele blaue Pillen und nur eine rote. Eigentlich schon, ne? Ach, scheiße. Okay. Na, jetzt habe ich nur noch eine Kugel und ich muss die orangene treffen. Oder wie? Das würde ja sogar passen, oder? Oder die blaue war ja, um in der Matrix quasi zu bleiben, oder? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich bin Tobi übrigens. Moin, Töbsen. Das müsstest du mal nachgucken, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt ja die rote und die blaue Kugel, die Morpheus anbietet, aber Das ist auch geil. Ich gebe ein Matrix-Pillen und dann steht da erstmal Zitat: Matrix-Pillen kaufen und dann Matrix beide Pillen. Okay. Die blaue Pille war die Sklaverei. Okay. Dann passt es ja, dass da eigentlich sehr viele blaue Kugeln sind und nur ein paar rote. Stimmt. Boah, jetzt wird's aber echt philosophisch hier. Meine Fresse. Ja. Trifft den violetten Spielstein für dicke Punkte. Er wechselt bei jedem Schuss die Position. Ach, genau. Das gab's auch noch, genau. Optionale Ziele, räume alle Spielsteine ab. S-Punktzahl von 350.000. Freikugelfähigkeit, Stielschuss. Ich versuche mal wieder den Freistil. Stielschuss. Hast du gerade gefurzt, Björn? Das klang gerade irgendwie so. Das geht. Was hat er denn hier für Blähung? Ja, er furzt zwischendurch ein paar Regenbögen raus, ja. Ach so, ja, klar. Convenient. Ja. Also, wenn ich das könnte, würde ich es auch machen. So, ich sag dir ganz ehrlich. Oh, da haben wir ja die lilane Kugel noch, den Punktemultiplikator. Richtig, die ist nur leider an einer sehr beschissenen Stelle da unten. Das stimmt, aber wechselt ja immer bei jedem Zug. Stimmt. Wenn die Deutsche Bahn mal häufiger fahren würde, dann könnten wir da auch mehr von profitieren. Das ist wohl wahr. Das ist keine Wohlfahrt, ja. Das ist auch wahr. Sammle 25, boah, jetzt ist er ein bisschen höher gerutscht, aber trotzdem noch beschissen. Sammle 25.000 Punkte, um diese Anzeige zu füllen und eine Freikugel zu erhalten. Alles klar. Theoretisch gesehen, wenn ich das jetzt so wie bei Pumpkin Jack machen würde, dann
Ja, das war nicht schlecht. Dann müsste ich mir jetzt für jeden Charakter und jede Erklärung hier, jetzt ist er wieder im Bekifft-Modus, müsste ich mir was ausdenken, irgendeine Synchronstimme. Hat ja schon Spaß gemacht, muss ich gestehen. Also das war schon irgendwie ganz cool. Aber war auch unterhaltsam, sich das anzuhören. Aber ich habe ein, zwei Stimmen, habe ich so, ich habe mir ja keine Gedanken groß gemacht, ich habe die am meisten dann immer so spontan gewählt. Und ein, zwei habe ich mir dann irgendwie ausgewählt, die haben aber nach einer Zeit, waren die ein bisschen anstrengend tatsächlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hier den Sensenmann, den hast du ja, glaube ich, relativ tief gesprochen. Und es waren dann auch mehr, ich muss sagen, mehr Charaktere in dem Spiel vorhanden, als ich gedacht hatte. Und dann ist es mir leider ein bisschen schwer gefallen, mir alle Synchronstimmen auch immer zu merken, von Aufnahme zu Aufnahme. Ja, so ein Problem habe ich zwischendurch auch, wenn ich mir denke, ja, ich würde jetzt schon gerne mehrere Stimmen benutzen, aber irgendwann vergesse ich einfach, was ich, also für wen ich welche Stimme benutzt habe. Aber ich fand es schön, dass ich wieder Marcel Reich-Ranitzky unterbringen konnte. Marcel Reich-Ranitzky. Aber da kam halt echt so die Frage halt auch auf, also ich kann es übrigens nur empfehlen, falls ihr, oder falls euch Pumpkin Jack nicht sagt, falls ihr so Spiele mögt wie Medieval oder falls ihr zum Beispiel auch die Tim Burton Filme mögt von der Stimmung her, von der Atmosphäre und generell von dieser Mischung aus Grusel und Witz, sag ich mal so ein bisschen, dann schaut euch auf jeden Fall Pumpkin Jack an, sehr, sehr geiles Spiel, ganz neu noch zum Zeitpunkt der Aufnahme hier und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Irgendwas wegen Charaktere sprechen? Ja. Bestimmt. Zumindest war das der letzte Zusammenhang, der im Raum stand. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, bitte. Der Tobi fragt, wie denn so unser beider Tage waren. Sehr gut. Jo. Ich merke gerade, dass ich von der Webcam-Position genau in seinem Gemächt hänge. Ja, ist halt einfach also von meinem Kopf her so. Hier ist sein Gemächt und hier hänge ich. Ich glaube, das gefällt mir. Okay. Dann. Und zwischendurch furzt er dir quasi aus dem Kopf. Ja. Ja, ich hoffe natürlich, dass eure Tage auch soweit ganz gut waren, dass es euch auch gut geht. Da draußen der liebe Tobi Potato, sehr, sehr netter Zuschauer, der von der Alina hier hingekommen ist, Alina Plays, der hat ja vorgestern, glaube ich, Geburtstag gehabt. Auch ein sehr netter Typ. Und generell muss ich sagen, bin ich sehr dankbar für die ganzen netten Leute, die immer im Chat unterwegs sind. Da muss ich auch mal einfach sagen. Genau. So wie der Rick auch gerade, der ist auch super nett. Ja, auch sehr dankbar. Bin auch gerade im Chat aktiv. Der ist auch gerade im Chat aktiv, aber er ist auch nett, wenn er nicht im Chat aktiv ist. Ach komm, ich bin jetzt einfach leise und schreibe nur noch was rein. Du bist einfach nur ein Lurker, ne? Genau. Ich bin eigentlich nur in diesem Call, damit ich früher höre, was du sagst. Ja. Ah, vielleicht kriege ich, also hier kriege ich jetzt auch wieder nicht alle blaue, aber vielleicht kriege ich jetzt noch die orangene und den Multiplikator. Das müsste eigentlich gehen. Ja! Punkteschub. Boah, ich finde das so geil, wie er headbanged. Hätte. Am 10. November hatte der Tobi. Ah! Also vorgestern. Genau. Weil heute ist nämlich Freitag der 13. Richtig. Und heute ist noch nichts Schlimmes bei mir passiert. Ich hoffe, bei euch auch nicht. Nee. Eine Sache, die in diese Kategorie, könnte man sagen, zählen könnte. Was aber für mich was Positives war, heute kam meine bestellte Sawbox an. Deine Sawbox? Mhm. Ist er mit allen Filmen oder wie? Genau, mit allen 8. Und alle uncut. Okay, cool. Schaffe die ganze Schleife mit einem Schuss und erlebe extremes Peggle-Glück. Ja, erzähl weiter. Und das für so 70 Euro. Das geht eigentlich klar, wenn man überlegt, das pro Film denn nicht mal 10 Euro. Blu-ray nehme ich mal an. 4K Blu-ray dann und dann. Normale Blu-ray. Ah ja, ach, das ist ja lame. Ich glaube, von Saw gibt es gar keine 4K Blu-ray. Ja gut, wenn man muss halt echt mal überlegen, der erste Saw-Film, der ist ja von 2004, glaube ich. Genau. Ist auch schon eine Weile her mittlerweile, also. Aber immer noch verdammt gut. Und der, weißt du, was auch schon eine Weile her ist mittlerweile? Die halbe Stunde. Richtig, der Folgenbeginn. Ja. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal, danke fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge von
Schnauze, ich rede noch. Ich hoffe, euch hat die erste Folge von Peggle 2 aus dem Hause Dave Durant TV gefallen mit dem lieben Super Flash Crash, der, wie gesagt, mir das Spiel zur Verfügung gestellt hat über seinen Account von der PlayStation 4, damit ich das jetzt hier spielen kann und damit ich einen Ausweich... Jetzt hat mich Björn angefurzt. Mir ein Ausweich-Let's Play zu ermöglichen, ganz spontan, weil Splinter Cell halt aus technischen Gründen noch nicht geht, wird's aber bald. Ich werde mir noch einiges neues PC-Equipment bestellen, morgen wahrscheinlich. Das ist halt aber auch schon bitter, ne? Dass man den extra neuen PC holt für so ein 18 Jahre altes Spiel. Aber auch ja, für die Zukunft natürlich. Ist ja nicht nur dafür. Ansonsten wäre es bitter, das stimmt. Aber ich meine, ich hatte jetzt ja häufiger schon ein paar Probleme bei Sachen. Und ganz ehrlich, ich habe mir den Greenscreen gekauft, der auch nicht günstig war unbedingt, sag ich mal. Und die beiden Lampen, die waren jetzt auch nicht gerade unbedingt günstig, wenn man das mit anderen Sachen vergleicht. Und dann kann ich jetzt auch den Rest auch noch. Also wenn ich einmal dran bin, dann... Und es ist halt richtig. Es ist ja auch eine Investition in die Zukunft. Und ich arbeite ja jeden Tag mit dem PC. Sei es jetzt, wenn ich Videos schneide oder sonst irgendwie, wenn ich im Homeoffice mal bin oder was. Oder halt generell, wenn ich hier streame. Deswegen kann man schon rechtfertigen, finde ich, irgendwo. Jo. Aber davon abgesehen, das Schöne ist ja, ich müsste es gar nicht rechtfertigen. Ich konnte es einfach machen. Richtig. That's what I call erwachsen sein. And I like it. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Peggle 2 wieder. Ich hab Bock, ey. Das macht wieder so Spaß, das Spiel. Und vor allem mit dir hier zu labern über Hülsken und Stöcksken. Ja. Schön. Ja, der Rick ist natürlich auch in der nächsten Folge und so wieder dabei. Also schaltet wieder ein. Bis dann und tschüss. Euer Dave. Tschüss.